Es sieht auch schön aus. Also das, was ihr jetzt um den Mann seht, ist der Mpemba-Effekt. Das Foto ist von Bernhard Gruber. Hier ist auch der Autor vom 12. Januar 2022. Wasser gefriert in der eisigen Luft, der sogenannte Mpemba-Effekt. Der Mpemba-Effekt bezeichnet das paradoxe Phänomen, bei dem heißes Wasser unter bestimmten Bedingungen schneller gefriert als kaltes Wasser. Benannt wurde der Effekt nach seinem Wiederentdecker, dem tansanischen Schüler Erasto B. Mpemba, der den Effekt 1963 bei der Herstellung von Speiseeis beobachtete. Schüttet man heißes Wasser mit einem Gefäß in die eisige Luft, gefriert es in Bruchteilen von Sekunden. Es wird sozusagen schockgefrostet und geht dann als eisiger Meteoritenschauer nieder. Zur gleichen Zeit verwandelt sich ein Teil der Feuchtigkeit zu einer riesigen Dampfwolke, die sich noch länger in der Luft hält. Diesen Effekt hat der Autor bei Temperaturen von ca. minus 7 Grad auf seiner Terrasse ausprobiert und natürlich, wie es sich für einen Fotografen gehört, bildlich festgehalten. Spannend und auch interessant, diesen Effekt umzusetzen. Genau. Mal gucken, ob ich das größer machen kann, das Bild. Gucken wir mal, was er hier macht. Aha. Er schüttet, ne? Ist das nicht genial? Das ist ja genial. Noch ein Bild. Wahnsinn.